CDU-CSU ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Kollege Gauland, vielen Dank für die Zitatensammlung, immer wieder interessant. Was ich ja immer auch abwarte und erwarte irgendwie von Ihnen auch, dass Sie mal irgendwie konkret irgendwie sagen, wie Ihre Vorstellungen zu Europa sind und nicht immer irgendwelche Römer oder Griechen zitieren. Das bringt uns irgendwie nicht so richtig weiter. Aber egal, vielleicht haben Sie auch gar keine Antworten. Die hatte Frau Barley am Anfang. Ich bin ganz dankbar, dass sie darauf hingewiesen hat. Die Wertegemeinschaft, die Populisten, denen man nicht auf den Leim gehen soll, das haben wir gemeinsam. Ob Sie dieser gemeinsamen Anstrengung, den europäischen Werten Gefallen tun, wenn Sie in Putins Haussender und Propaganda-TV in die Kamera lächeln, wage ich auch zu bezweifeln. Sollten Sie vielleicht mal drüber nachdenken, ob das so klug gewesen ist. Aber uns verbindet im Zweifel der Wunsch, Europa positiv weiterzuentwickeln. Die Geschichte Europas hat ja eins bewiesen, glaube ich, dass Diktaturen, das Kommunismus und das Nationalismus viel Unglück über diesen Kontinent gebracht haben. Unsere Lehre als CDU-CSU daraus ist klar, wir lehnen nationalistische Alleingänge für Europa ebenso ab wie sozialistische Fantasien. Die Nationalisten sprechen immer davon, dass alles besser wird, wenn man nur alleine handelt. Am Brexit sehen wir ja gerade, wie erfolgreich das ist. Und viele unserer Interessen, davon bin ich überzeugt, gerade im Wettstreit mit China, mit den USA, mit anderen Ländern, auch mit Russland, können eigentlich nur von der EU effizient und sinnvoll wahrgenommen werden. Das kann man ja mal daran sehen, ich will das auch mal in Richtung AfD sagen, wenn Sie mal glauben, nur zurück nach Deutschland, nur zurück zur D-Mark und alles wird gut. Allein die Stadt Shanghai hat so viele Einwohner wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Viel Spaß, wenn Sie denken, Deutschland rettet die Welt. Ich bin da sehr skeptisch. Ich habe mit Interesse gelesen, dass die AfD jetzt auch sich mit Herrn Salvini verbündet. Dieser Herr aus Italien hält die Regeln des EU-Stabilitätspaktes für dämlich und meint, jetzt sei die Zeit, dass die Italiener wieder an erster Stelle stehen müssen. Ich meine, daran sieht man, hören Sie doch auf, hier irgendwie Anträge zu stellen, wie Sie es gestern gemacht haben, zur Stabilität der europäischen Währung. Wenn Sie mit diesen Parteifreunden in Italien gemeinsame Sache machen, dann beschädigen Sie die Stabilität in Europa und nichts anderes. Und die sozialistischen Umverteiler sind ja auch nicht besser. Wer sich am Ende nicht mehr anstrengen muss, im eigenen Haus Ordnung zu schaffen, der hat auch keinen Anreiz, Europa insgesamt besser zu machen. Die Eigenverantwortlichkeit der Mitgliedstaaten ist die Grundvoraussetzung nach unserer Auffassung für ein solide handelndes Europa. Wir wollen eine Union in Europa der sozialen Marktwirtschaft, denn auch in Europa gilt, was verteilt wird, muss vorher erwirtschaftet werden. Es ist so einfach, aber es wird von den Sozialisten immer wieder vergessen. Und letztlich bleibt Europa auf Dauer nur stabil und im Übrigen auch nur in der Lage, soziale Sicherheit zu garantieren. Und unser Wohlstand basiert nicht zuletzt auf fairen und freien Welthandel. All diejenigen, die damals gegen TTIP kandidiert haben und demonstriert haben, die wären doch besser zu Hause gewesen, wenn sie heute den amerikanischen Präsidenten hören. Freihandel ist die Grundlage für Wohlstand. Wir sagen als CDU, wir helfen unserem Mittelstand freier. Handel nutzt allen Seiten. Wir brauchen mehr und nicht weniger Freihandel in der Welt. Und letztlich geht es natürlich bei Europa auch um die Frage der Sicherheit, um die äußere und die innere Sicherheit. Wir müssen natürlich auch bei der äußeren Sicherheit eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik vertiefen und weiterentwickeln. Und für die innere Sicherheit Europas brauchen wir einen wirksamen Schutz unserer Außengrenzen und eine starke Vernetzung unserer Sicherheitsbehörden. Frontex muss operative Grenzpolizei werden und wir brauchen im Übrigen auch gemeinsame Ermittlungsdaten und eine bessere Verknüpfung und Vernetzung unserer Sicherheitsbehörden. Nur so lässt sich organisierte Kriminalität in Europa effizient bekämpfen. Und deswegen auch mal in Richtung FDP und Grüne. Sagen Sie doch mal Ihren Leuten im Europäischen Parlament, die sollen aufhören, diesen notwendigen Datenaustausch zur Sicherheit in Europa zu blockieren. Wer das auf Dauer tut, beschädigt die europäische Sicherheitsstruktur. Und deswegen zum Abschluss, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die EU hat viele richtige Antworten auf die Fragen unserer Zeit, aber sicher auch nicht alle. Wir als Union wollen ein Europa, das sich auf seine Kernaufgaben besinnt. Wir wollen kein Verbots- und kein Umverteilungseuropa, sondern ein Europa der Eigenverantwortung und des Zusammenhalts. Und schließlich wollen wir ein starkes und selbstbewusstes Europa der Patrioten und nicht der Nationalisten. Ich glaube, das ist
Das ist die Chance, Europa positiv weiterzuentwickeln, nicht indem man andere hasst, sondern indem man das liebt, was man in seinem Land selbst und für Europa machen kann. Das sind eben Patrioten und keine Nationalisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Nicola Beer, FDP.